If you're buying uncertified charcoal out of Namibia, you may be encouraging the wrong practices in terms of workers' rights, in terms of the harvesting of protected tree species. Das wollen wir uns mal selber genauer anschauen. Wir besuchen mit einem Experten eine Farm am Rand der Straße. Auf dieser Fläche wurde vor wenigen Wochen Holz für die Holzkohleproduktion geerntet. Schnell merken wir, dass hier etwas nicht stimmt. Es gibt keine Bäume mehr. Aufgrund ihrer Größe sind sie eigentlich gesetzlich vor der Abholzung geschützt. Außerdem wurden geschützte Pflanzenarten gefällt. Unser Experte ist sich sicher, wir sind Zeugen einer ökologischen Katastrophe, die langfristig negative Folgen für das Farmland haben wird. Die Büsche, die eigentlich geerntet werden sollten, sind als einzige stehen geblieben und werden sich nun noch mehr ausbreiten. Wir besuchen die Holzkohlearbeiter in ihrem Camp. Ja, die Problem da bei uns Kohle, ne? Uns kriegen nie so maglich Kasten. Er hat nie Kost um der Erde. Er ist nur einfach na jeder Weg, er hat nie Kost gekriegt. Maar als zo, hij probeert zichzelf om daar bij de kalfwet om te gaan struggelen bij andere mensen die wat jammer krijgen en hier verder iets wat hij kan eten. Dat is net zo. Wasser finden die Arbeiter erst an einem über einen Kilometer entfernten Brunnen, obwohl ein Wasserrohr mitten durch ihr Camp verläuft. Vor dem Camp stapelt sich die Holzkohle, doch keiner will diese kaufen. Und der Farmer lebt in der 4 Stunden entfernten Stadt. Dass es auch anders geht, zeigt uns Geoffrey auf einer Nachbarfarm. Geoffrey und seine Kollegen arbeiten auf einer Farm, die nach den Kriterien des Forest Stewardship Council FSC zertifiziert ist. There are distinct differences between certified and uncertified. The main areas being social, including workers' rights, how they're treated, the accommodation, the provision of protective equipment and clothing, a minimum wage, the application of best practices focused on environmental issues, and of course adherence to legal requirements, such as the harvesting permit stipulations. Die Arbeiter bekommen regelmäßig Trainings. Die Einhaltung der FSC-Regeln, wie zum Beispiel dem Schutz seltener Pflanzen und des Lebensraumes bedrohter Tierarten, spielen bei ihrer täglichen Arbeit eine wichtige Rolle. The FSC certification process provides this assurance and verification process via an unbiased accredited certification body. So by buying uncertified charcoal, you may be encouraged the wrong practices.